Die Milz ist ein zentrales Organ für die Bildung der Qi-Energie. Viele Erkrankungen, die aus Sicht der westlichen Medizin dem Dünn- und Dickdarm zugeordnet werden, ordnet die traditionelle chinesische Medizin eher der Milz wegen ihrer zentralen Transport- und Umwandlungsfunktion zu. Die Milz kontrolliert das Aufsteigen und Anheben des Qi. Sie schickt Energie, Nahrungsessenzen und Flüssigkeiten zur Lunge und zum Herzen. Dadurch, dass die Milz die Kontrolle über die aufsteigende Qi-Energie ausübt, hat sie eine anhebende Wirkung und verhütet Organabsenkungen. Die Milz öffnet sich zum Mund und manifestiert sich in den Lippen. Rosige, feuchte Lippen sind ein Zeichen für gesundes Milz-Qi. Die Milz kontrolliert den dünnflüssigen Speichel und sie beherbergt das zielsichere Denken. Die energetische Klärung des Milzmeridians entspannt den Bauch und die Sexualregion. Sie macht empfänglich und wirkt entkrampfend bei Regel- und Verdauungsbeschwerden und vertieft die Atmung. Diese Übung hat eine aufbauende, stärkende Wirkung auf den Organismus. Sie verbessert die Verdauungsfunktionen, Durchfall und Verstopfung lösen sich auf, das Immunsystem wird gestärkt und Infektionserkrankungen nehmen ab. Der Verlauf des Milzmeridians beginnt rechts und links an den großen Zehen, an dem inneren Nagelbettwinkel mit dem Punkt Milz 1 und endet mitten an den Flanken, jeweils sechs Chun unter der Achselhöhle.